Ja, hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video und ich habe eine Überraschung für euch. Ich habe euch ja schon eine Überraschung angekündigt und da ist sie jetzt auch. Ich habe mehrere Überraschungen parat, aber die kommt jetzt gleich. Es wird diesmal, obwohl es so aussieht, keine Simulation geben, sondern ich habe eine Zuschauerin, die ich vor die Kamera hole. Ich habe eine Zuschauerin dabei. Bitte sehr. Ja. Hallo. Möchtest du dich kurz vorstellen, irgendwas sagen? Also, wie wir uns kennengelernt haben. Über YouTube, ne? Genau, das über gibt's. YouTube. Mhm. Ja. Wann war das? Vor ein paar Jahren. 2,5 Jahren. Genau, als der Kanal noch ganz klein war und ich mich über jeden einzelnen Abonnenten, freue ich mich jetzt noch immer natürlich, aber so gefreut habe, dass ich was mit jedem einzelnen Abonnenten ein Date ausmachen wollte. Ja, du hast mich da angeschrieben. Genau. Und da ging das auch noch, dass ich echt jede einzelne E-Mail höchstpersönlich bearbeitet habe. Inzwischen geht es ja wegen meiner Verpflichtungen nicht mehr so gut, aber ich bemühe mich immer, in die Kommentare zu schreiben und alles zu beantworten, was in den Kommentaren steht. Damals haben wir uns dann irgendwie abgestimmt und uns in Berlin getroffen, ne? Und kennengelernt. Und mir ist halt aufgefallen, das habe ich euch ja schon mehrmals gesagt, dass unter den Zuschauerinnen und Zuschauern wahnsinnige, wie soll ich sagen, philosophische, nachdenkliche, kritische Talente sind. An euren Kommentaren sehe ich das immer wieder, dass ihr euch gegenseitig supportet. Und ja, willst du sagen, welchen Nickname du hast? Ria Klein. Ja, das genau. Ist es. Ja, das ist ja auch ein Geschlechtes. Also deine Kommentare sind immer sehr, sehr hilfreich, muss ich sagen. Finde ich auch. Ja, und das haben ja auch viele Zuschauer schon rückgemeldet. Und jetzt lernt ihr mal das Gesicht kennen hinter dem Nickname, ne? Ist ja auch was Spannendes. War auch für mich spannend. War ganz komisch, als wir uns das erste Mal trafen. Auf jeden Fall. Wie war das für dich? Naja, diese Erfahrung macht man natürlich nicht so oft, sag ich mal. Also bestimmte Erfahrungen macht man ja schon, ne? Also ich habe ja auch mit Menschen oder ich arbeite ja auch mit Menschen. Da weiß man ja vorher auch nicht, was passiert jetzt. Aber irgendwie ist es schon so drin, ne? Arbeit ist wirklich Arbeit, aber privat ist halt immer ein bisschen was anderes. Wer steht jetzt vor mir? Mhm. Natürlich hatte ich schon ein Bild gehabt, ne? Durch YouTube. Durch YouTube? Aber ich hatte keines. Stimmt, nur Foto. Mhm. Genau. Aber trotzdem ist es halt was anderes in dem Moment, ne? Weil man sieht ja nur ein bisschen den Oberkörper, den ganzen Körper sieht man natürlich nicht. Mimik, Gestik sieht man ja auch ein bisschen, klar bei YouTube, keine Frage. Aber trotzdem, wie ist es, wenn man mit dem Menschen im Gespräch ist? Ja, ganz anders. Halt, genau, und es war halt sehr, sehr spannend, mich zu sehen. Ja, auch ich war ganz aufgeregt, kann ich mich erinnern, war ich wirklich. Wir haben da irgendwie geguckt, wir haben uns da irgendwie zuerst gar nicht gefunden, gehascht. Der Hauptbahnhof in Berlin ist ja sehr groß, ne? Dann dachte ich mir immer, ist es die? Wo ist die Zuschauerin? Und dann warst du keine Zuschauerin mehr auf einmal. Ja, ich kann mich nur erinnern, da hatte ich auch einen kurzen Moment auch keinen Empfang gehabt und dachte, Mensch, finden wir uns oder nicht? Na, und dann bin ich ja auch irgendwie eine Treppe runtergegangen und dann hat man geschrieben und dann standst du plötzlich vor mir. Genau. Ja, ich bin ja auch ein paar YouTube-Kollegen schon mal begegnet. Das war auch ganz komisch, aber in dem Fall war es eben nochmal anders, weil ich eben aus einem Foto, das hattest du mir vorab geschickt, genau. Ne? Wusste ich gar nicht, also schon ein bisschen was, aber ich hatte kein Bild, ne? Wie groß, ja. Das weiß man ja auch auf YouTube oft nicht, ne? 3D ist ja noch nicht, also war das schon ein bisschen komisch, da waren wir beide ein bisschen befangen am Anfang, ne? Fand ich schon, ja. Mhm. Also ich hatte das Gefühl mehr als Monika. Ich war froh, dass du angefangen hast zu reden. Ja. Gut, ich brauche sowieso immer ein bisschen am Anfang, ja, weil ich auch viel wahrnehme, sage ich jetzt mal so, und da brauche ich sowieso ein bisschen länger. Ich schaue erstmal die Situation an, ist sie in Ordnung? Fliehe ich jetzt lieber oder bleibe ich? Aber ich bin du bist nicht geflohen, da hatte ich ja mal Glück. Da bin ich ja froh, da fährt man ja so mal 10 Stunden nach Berlin. Nein. Okay. Ja, also ich denke, dass wir auf die Art und Weise halt uns kennengelernt haben und dass es eine zeitgemäße Art und Weise ist. Was hältst du jetzt davon, weil die Community plant ja so ein Treffen, also dass ihr euch trefft in Berlin, zumindest die, die in der Nähe von Berlin sind oder die in Berlin leben. Jetzt wollte ich die Ria Klein spontan fragen, was du von der Idee hältst, weil das ist ja so ein bisschen, ihr müsst euch das so vorstellen, jetzt habe ich Ria getroffen und wusste nicht so viel, ja, und das war irgendwie so der Sprung ins kalte Wasser für mich und du wusstest doch mehr über die Videos. Richtig. Und wenn ich jetzt ganz viele, also 10, 20 oder mehr von euch treffe und gar nichts weiß, ist es ein bisschen, also außer den Nicknames, ne, ist es eine
merkwürdige Situation. Und da dachte ich mir, ja, vielleicht könnte man das irgendwie so mit von dem anonymisiert weg. Das war so meine Idee, dass sich die, die dann wirklich zu so einem Treffen in Berlin kommen, vorher mit Namen irgendwie melden würden bei mir oder so. Oder dass das einer von euch organisiert, damit ich dann tatsächlich weiß, wer da hinkommt. Das könnte man dann auch eventuell mit einer Signier, weil viele mich immer wieder anschreiben, mit einer Signierstunde oder Sitzung verbinden. Viele schicken mir ja Bücher von mir und möchten die persönlich signiert haben und das wäre dann eine einfache Methode, da spart ihr euch den Postversand, ne? Genau. Was sagst du? Also ich finde es ehrlich gesagt besser. Also ich finde das so ein bisschen unkontrolliert, sage ich jetzt mal. Also es könnte unkontrolliert werden, weil man ja halt nicht weiß, wer kommt jetzt wirklich, wie viele Menschen kommen jetzt, ne? Also das ist so ein bisschen, man kann es halt nicht greifen. Und ich würde es, glaube ich, ganz gut finden, wenn man einen Überblick hat, halt einfach auch. Um zu schauen, okay, wer kommt wirklich. Ich sag mal, wenn man jetzt auch so ein Lokal mieten würde, weiß man ja wirklich nicht, wer kommt. Mhm. Ne? Und macht das der Betreiber vielleicht auch mit oder nicht. Aber sonst finde ich die Idee schon ganz nett oder auch ganz gut, keine Frage. Aber es ist immer grenzwertig. Aber das ist ja vieles im Leben, sag ich jetzt einfach mal. Und ich denke, ja, dass es gut ist, dass man weiß, okay, der kommt, die Person kommt. Mhm. Wenn das jetzt 20 Leute sind, kann man sich drauf verlassen, okay, es sind 20 Leute und man kann es dann halt einfach planen, als wenn das alles so ein Durcheinander ist. Also so unberechenbar irgendwo, ne? Genau, weil man nicht wirklich weiß, who is who. Also ich weiß das dann ja überhaupt nicht, ne? Genau. Who is who und die anderen kennen einen schon, ne? Und man kommt dann daher, jeder weiß, wer man ist und man selber weiß nicht, wenn das wirklich in einem öffentlichen Lokal ist, wer ist jetzt überhaupt die Community, ne? Genau. Beziehungsweise, ja, was ist auch die Erwartung? Also das Ganze sollte schon auf ein festes Fundament kommen, sodass wirklich man das vorbereitet und vorbereiten kann und man sich dann so trifft, dass einfach die Leute wissen, Name und so weiter, nicht nur meinen Namen einseitig, ne? So würde ich das eigentlich gut finden. Wie wir das dann genau abwickeln können, wir gucken, es gibt ja so WhatsApp-Gruppen, wo ihr auch schon namentlich natürlich kennt, aber für mich wäre das ganz wichtig, einfach weil YouTube ist ein Riesending, ne? Genau. Und das sind jetzt nicht nur Freunde dabei, auch wenn die Community einzigartig ist. Das stimmt. Aber ja, wer dann noch so, weiß ich nicht, sich vielleicht einklingt, weiß man da ja dann letztendlich nie. Ne? Deswegen, also ich sag mal so jetzt auch aus der Erfahrung heraus, klar, man hatte ein Bild von dir, sage ich jetzt mal so, aber trotzdem ist es immer eine Hürde. Und wenn ich mir vorstelle, ist es alles anonym und ich habe kein Bild vor den Augen, das ist. Ne? Also das ist ja noch mal eine Hürde. Ja, also, sehe ich auch so. Ne? Also genau. Ich finde es halt wirklich sicherer für sich selbst, dass man das wirklich strukturiert hat. Ja, und auch seriöser irgendwo, ja, ne? Weil sonst kann jeder sagen, ja, ich kenne dich von YouTube. Genau, stimmt. Gut, ja, und ich habe dich ja auch zu dem Video eingeladen, weil du eben auch was zu sagen hast. Was ist so deine Philosophie im Leben? Du hast gesagt, du arbeitest auch mit Patientinnen, Patienten, du bist aber keine Psychotherapeutin. Nein, ich arbeite Richtung Physiotherapie und da ist es eigentlich halt auch, also klar, man hat jetzt nicht so mit Menschen zu tun, die jetzt direkt in Physiotherapie, Psychotherapie gehen, also das heißt, es ist immer so ein Mittelmaß. Mhm. Ne? Aber das ist, finde ich, halt auch sehr spannend, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sitze und dann irgendwie Fragen stelle. Nein, oft ist es so, dass es wirklich zustande kommt mit einigen Patienten, dass man vielleicht ein bisschen philosophiert. Mhm. Und es ist auch interessant, weil es halt auch körperlich, also Massage, Lymphdrainage, man berührt ja die Person halt einfach auch. Und da ist es auch wichtig, dass die Menschen dann auch Vertrauen haben. Also das heißt, dass man dann auch selber Vertrauen eben ausstrahlt, dass sie sich für sicher fühlen. Ja. Habe ich gleich noch eine Frage, Stichwort Berührung, das ist jetzt so ein Thema, die körperbezogene Psychotherapie, die ist ja immer mehr im Kommen und ihr habt vielleicht auch an meinen Simulationen bemerkt, dass ich manchmal so ein bisschen in der Therapiesitzung, in der Simulation ins Stocken komme, wenn die Person, die ich da simuliere als Klientin, eine Berührung eigentlich brauchen würde. Mhm. Und wir Psychotherapeutinnen sind da manchmal, je nach Psychotherapie-Schule oder Richtung, in uns gefangen und können ja nicht einfach den Klienten in den Arm nehmen und auf den Schoß ziehen und beruhigen und quasi im Arm wiegen. Berührung ist aber so, so wichtig und ich merke oft in der Praxis, dass eine Berührung ganz, ganz wichtig ist und
wenn ich das spüre, dann biete ich das auch in irgendeiner Form an, aber eben nicht so, dass ich eine Massage gebe. Das ist ja ganz klar, dass das nicht mit drinnen ist in meiner Psychotherapie-Schule, systemische Familientherapie. Aber es gibt bereits Psychotherapie-Richtungen. Ich selber entwickle mich auch immer mehr in die Richtung, diese, wie soll ich sagen, Heilkraft der Berührung. Ja? Mhm. Meinst du, dass es überhaupt über Worte gehen kann, einen Menschen wirklich zutiefst zu berühren? Jein. Mhm. Also jein, sagen wir mal so. Ich finde, da gibt es eine Grenze, also meiner Meinung nach. Also ich habe schon das Gefühl, Worte können natürlich weit bringen, mhm. das auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, dass Berührungen eine andere Situation haben. Also ich sag mal so, ich habe auch manchmal Patienten, wenn die dann wirklich mal vielleicht intensiver über was sprechen und gerade auch ältere Menschen halt auch vielleicht und merke, okay, da kommen jetzt vielleicht die Tränen und dann kommt natürlich drauf an, was tue ich gerade, sag ich mal, wenn ich jetzt den Arm lymphe oder so, dann würde ich kurz anhalten und würde vielleicht den Oberarm kurz berühren, mhm. also nicht irgendwie woanders hin, sondern vielleicht nur den Oberarm, dass ich nur meine Hand drauf lege mhm. und das tut einigen schon wirklich ganz gut. Also, dass man selber in dem Moment Mitgefühl ausstrahlt. Hm. Denn für mich gibt es immer Unterschiede, auch was Umarmung angeht. Es gibt Menschen, die umarmen einen und dann hat man das Gefühl, wow, die saugen in dem Moment vielleicht einen aus. Hm. Oder man steht da und man nimmt den Menschen in den Arm und strahlt was aus. Hm. Und wenn die andere Person, also der Gegenüber, das auch tut, finde ich, ist es wirklich, ja, wie soll ich sagen, was Schönes halt einfach auch, als wenn das irgendwie... ja, anders ist, sage ich jetzt mal so. Also das merkt man dann halt wirklich, dass es dann vom Herzen kommt. Ja, und das, also... das finde ich, das bringt wirklich viel weiter. Wobei es ja auch diese körperlose Nähe gibt, also wenn man jetzt so guckt, die Community stützt sich ja wirklich extrem gegenseitig und viele kennen sich ja gar nicht körperlich leibhaftig. Genau. Ne? Und dennoch ist das so eine positive ja. Nähe, so eine Erfahrung von Wertschätzung auch. Und deswegen bin ich auch so froh drüber, dass ihr das macht und dass der Kanal damit wirklich Sinn macht. Was sagst du eigentlich zu diesem Kanal? Du bist ja auch irgendwie dazugestoßen. Wie kamst du eigentlich zu dem Kanal? Wie geht Psychotherapie? Ja, klein. Dadurch, dass ich ja wirklich Patienten halt auch habe und allgemein auch was das Leben betrifft. Ich bin ein sehr offener Mensch. Also das heißt, dass ich mich sehr für Situationen interessiere und auch für die Psychologie und auch Philosophie. Und weil ich der Meinung bin, Körper und Geist gehört einfach zusammen und auch in unserem Beruf. Kam es wirklich zustande, dass ich halt auch mal ein bisschen beim YouTube eben geschaut habe und bin auf deinen Kanal gestoßen und hatte auch wirklich das Gefühl gehabt, dass dein Kanal halt ganz, ganz anders ist. Also halt auch viel, viel menschlicher als einige andere Kanäle und das fand ich halt so interessant in dem Moment. Mhm. Also auch die Person dahinter, wo ich dachte, Mensch, da steckt halt auch was hinter, sage ich jetzt mal, und ich hatte auch das Gefühl damals auch, dass du einiges halt auch verstehst. Also nicht nur auf der Ebene der Psychotherapie, sondern auch was Philosophie angeht und Situationen zu hinterfragen halt einfach. Also nicht das Gefühl zu haben, okay, ich mache das Studium und takte das erstmal so runter, sage ich jetzt mal so. Also dass man irgendwie, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, dass du ein Gefühl für die Menschen hast. Ne? Und ich hoffe. Doch, finde ich schon. Also doch, ja. Ich mache es halt gerne und das dürfte ähnlich mit deiner Arbeit sein. Genau. Du gehst in deiner Arbeit auf, ich gehe in meiner Arbeit auf. Richtig. Erkennt man, glaube ich. Ja. Und das spüren die Menschen natürlich, ne? Ja. Ob man so Dienst nach Vorschrift macht oder ob man wirklich persönlich ja. mit involviert ist und sich findet in diesem Tun. Genau. Ne? Deswegen, weil ich finde es auch immer schwierig zu erklären. Also gerade die Situation eben, warum macht man den Beruf zum Beispiel halt einfach auch. Und ja, den Mittelweg zu finden, wie kann ich es erklären, ist sowieso immer ein bisschen schwierig, weil es eine Gefühlssache ist. Es kommt aus dem Herzen und da gibt es manchmal auch keine Worte. Ich wollte gerade sagen, das kann man gar nicht in Worte fassen. Dann muss man wieder so ein Schweigevideo machen. Genau. Also Schweigen ist manchmal nicht nichts tun, sondern einfach eine gewisse Sprachlosigkeit kann auch eine Form von Staunen oder von Ergriffenheit einfach sein oder von Berührtheit. Und ist durchaus was Positives. Jetzt frage ich dich mal, was würdest du so
vielen ZuschauerInnen und Zuschauern raten, die sich einsam und verlassen und verloren fühlen, die auch Probleme mit ihren PsychotherapeutInnen haben, wo es dauernd Missverständnisse gibt, wo es dauernd Angst vor dem Verlassenwerden gibt, wo es dauernd Angst vor Therapieende gibt. Was würdest du da solchen Menschen in der heutigen Zeit mitgeben wollen, aus deiner Sicht, deiner Erfahrung heraus? Wichtig ist, ja, gute Frage, also das ist jetzt, ja, wichtig ist für sich selber irgendwo Vertrauen aufzubauen. Also dass man wirklich denkt, okay, anders. Oft ist es ja so, dass man ja zu viele Gedanken im Kopf hat. Sage ich jetzt einfach mal. Also man denkt einfach viel zu viel. Und oft ist es ja auch so, dass der innere Kritiker ja in dem Moment auch ziemlich aktiv ist. Dass man ja gar nicht mehr so richtig spürt, was denke ich selber als Mensch in dem Moment. Also man verliert sich in seinen eigenen Gefühlen, in seine eigene Wahrnehmung und ist in so einem Strudel halt einfach drin. Mhm. Und dadurch kann, sage ich mal, auch dieses Gefühl einfach auf der Einsamkeit vielleicht auch kommen. Oder man spaltet sich von sich selbst in dem Moment halt einfach auch ab. Ja, und ich denke, es ist wichtig, sich gut zu reflektieren. Also, dass man vielleicht versucht zu erkennen, hey, das ist der innere Kritiker. Mhm. Und vielleicht auch was heranzieht, was einem gut tut und wo man gute Erfahrungen gemacht hat. Also, dass man versucht, die guten Erfahrungen in dem Moment auszugleichen mit den Gedankenkreisen, also wo man ja wirklich in Gedanken ist, in diesen Spirale, dass man versucht, aus der Situation rauszukommen. Und trotzdem finde ich, das ist meine Philosophie, wir erleben natürlich oft Situationen, die nicht einfach sind. Und es gibt, oder besser gesagt, wir alle Menschen erleben diese Erfahrung. Nicht nur Menschen, die in Therapie gehen, sondern wir alle Menschen. Und ich denke, es ist immer wichtig zu gucken, wie komme ich aus der Situation selber raus. Und wenn ich merke, okay, ich komme nicht aus der Situation raus, dass man versucht, aus einer anderen Distanz eben sich Hilfe zu holen. Also dass man sagt, okay, dann gehe ich halt mal in die Klinik zum Beispiel. Hm. Weil was ja vielen sehr, sehr schwer fällt. Genau, aber trotzdem, wenn ich dann den Ratschlag gebe, in die Klinik gehen, bevor man jetzt sozusagen etwas macht, was man dann gar nicht mehr bereuen kann. Das ist halt dann oft so der Punkt, wo dann Widerstand da ist, bevor ich in die Klinik gehe, will ich gar nichts mehr. Ne? Und da stehen wir Therapeutinnen dann auch oft mit leeren Händen da und haben kein anderes Angebot in dem Moment zu machen, als zu unserer Hilflosigkeit und Ohnmacht zu stehen und zu sagen, wir möchten dir in deiner Hilflosigkeit wenigstens dieses Abseits bieten, wo du mal sozusagen auf Standby gehen kannst, bis du wieder klar denken kannst, aus dem Nebel rauskommst. Genau. Also ich finde, es ist keine Schwäche. Viele denken immer, es ist eine Schwäche oder es ist ein Rückgang. Es muss manchmal kein Rückgang sein in dem Moment. Es kann halt einfach sein, dass man kurz, sage ich mal, fällt, aber trotzdem nach vorne fällt und nicht zurück. Irgendwie ist es ja so, dass wir uns ja im Leben trotzdem weiterentwickeln, auch wenn wir es manchmal gar nicht merken. Das gibt es ja auch. Gerade wenn wir eben, wie du auch manchmal sagst, im Nebel stehen, dass wir es in dem Moment nicht sehen. Aber trotzdem, finde ich, können wir uns immer weiterentwickeln. Und so eine Klinik kann halt sehr unterstützend wirken, weil man ja wirklich aus der Situation, aus seinem Leben in dem Moment rausgezogen wird. Und dadurch kann es auch sein, dass man vielleicht ein bisschen besser reflektieren kann oder eben das auch viel besser noch mehr unterstützend, also lernen kann, sage ich jetzt mal so. Und man hat einen ganz, ganz anderen Rahmen halt einfach. Man hat eben auch mit Patienten vielleicht, kommt natürlich darauf an, in welche Klinik jetzt man geht, Psychosomatik oder sowas. Aber trotzdem denke ich mal, dadurch, dass man in so einem geschützten Raum ist, ist man halt einfach sicher und man hat immer die Möglichkeit, ein Gespräch zu führen, was man halt, wenn man zu Hause ist und wirklich in einer Krise ist, nicht hat. Hm. Ja. Also ich finde es gut, sage ich mal, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt raus und ja. Finde ich auch gut, kann ich mich dem nur anschließen und freue mich, wenn du das auch so siehst, weil ich da auch oft am Ende des Sagbaren oder des sofort der Ausdrückbaren bin, wenn jemand so verzweifelt ist und tatsächlich in diesem Abgrund sich wähnt, aber so wie Ria gesagt hat, eigentlich nach vorne fällt. Also das finde ich einen wunderschönen Ausdruck dafür, dass es tatsächlich kein Rückfall, kein Rückschritt sein muss, sondern zu mir hat mein erfahrener Kollege, als ich ganz jung war und neu in der Psychotherapie,
gesagt, dass Krisen einfach Zeiten des Umbruchs und der Veränderung sind. Dieses Zitat geht auf Viktor von Weizsäcker, den Arzt und Philosophen, zurück. Und man darf eine Krise nicht mit etwas Nutzlosem verwechseln, sondern es ist gerade diese Zeit des Fallens oft und des Abstürzens die Zeit, wo sich am meisten Persönlichkeitsentwicklung, auch wenn sich das jetzt komplett paradox anhört, tun kann und einfach vorangehen kann. Und diesen Weitblick hat man aber nicht, wenn man gerade im Loch drin ist. Genau. Ne? Das hat man dann nicht und deswegen braucht man dann oder sollte man sich jemand leisten, erlauben, der einem begleitet und einem sagt, das ist nicht alles, was du jetzt siehst. Ja? Genau. Ich sehe viel mehr, da ist noch so viel für dich da und jetzt mach erstmal eine kleine Auszeit, eine Rast. Ja? Ja. Könnte man das auch nennen. Andere Frage, du weißt ja, dass mir die Augenhöhe sehr wichtig ist, als Therapeutin, aber auch als Mensch. Und ich habe ja auch ab und an was Privates, Persönliches erzählt, dass ich auch Krisen in meinem Leben hatte, vor allem in jungen Jahren. Und jetzt meine Frage an dich, du musst es auch nicht beantworten, aber hattest du auch schon mal persönliche Krisen gehabt? Ich denke, jeder Mensch hatte schon Krisen gehabt im Leben, das ist ganz normal. Wo du Hilfe in Anspruch genommen hast oder hättest? Von wem auch immer. Weil viele denken, ja, viele machen sich den Druck, ja, auch der innere Kritiker, ich muss das alleine schaffen, ich kann das nur alleine schaffen, ja. Nein, also ich sag mal so, jeder Mensch hat irgendwie Krisen, das steht fest, egal in welcher Situation man halt ist. Also es gibt Menschen, also es kommt immer auf den Selbstwert natürlich in dem Moment auch an, reicht es aus, dass man mit Freunden spricht, sage ich jetzt mal so, oder geht man ein Stück weiter und sagt, okay, ich hole mir eine Psychotherapeutin. Ehrlich gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn man sich eine Psychotherapeutin eben auch suchen würde. Ist oder nicht sucht. Schlimm, Leute. Überhaupt nicht, weil ich bin wirklich der Meinung, also es gibt auch Menschen, wenn ich merken würde, jetzt auch bei mir in der Therapie, bei Patienten, okay, würde ich das auch ansprechen. Mhm. Ne? Also wenn ich merke, es geht, dann würde ich es tatsächlich ansprechen. Bei mir ist es halt so, ich habe schon einen großen Freundeskreis, was das betrifft. Und ich habe auch meine Leute, mit denen ich halt offen über bestimmte Situationen halt auch spreche. Mhm. Und das ist mir halt auch, sage ich jetzt mal, wichtig. Wobei ja oft dieses offene Sprechen möglicher ist mit jemandem, der neutral ist und außenstehend, als jemand, der selbst betroffen ist und der sich dann zu viele Sorgen um einen macht. Ne? Das ist ja oft der Punkt, dass man mit einer Freundin auch gut reden kann, aber diese arme Freundin dann so arg belastet ist, dass man sich gar nicht getraut, der Freundin sozusagen die Sorgen umzuhängen. Ne? Und das da ist, ist dann der Punkt, wo man tatsächlich sich nicht scheuen oder schämen sollte. Aber du hast gesagt, in Deutschland ist das gar nicht so unschwierig mit der Psychotherapie. Magst du da was dazu sagen? Weil das ist ja auch ein Dauerthema auf dem Kanal. Das mit den Stundenbewilligungen so. In Österreich scheint es doch ein bisschen anders zu sein. Genau. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ja oft, das habe ich ja auch bei der Community gelesen, bei einigen, dass ihr ja auch geschrieben habt, so dieses 2 Jahre oft, ne? Mhm. Genau, 2 Jahre und ich glaube dann irgendwie eine bestimmte Pause. Ja, und dann erst wieder. Genau, also da ist es ja immer unterschiedlich. Es kommt natürlich, glaube ich, auch drauf an, ob man vielleicht erstmal Verhaltenstherapie macht und vielleicht Tiefenpsychologie. Mhm. Ich glaube, also den Wechsel würde wohl auch gehen. Dann kommt es natürlich darauf an, was man für eine Therapeutin hat. Einige versuchen ja trotzdem, das irgendwie durchzukriegen, dass man es weitermachen kann. Also einige sind ja auch, die sind dann 5 Jahre bei der Therapeutin. Aber es kommt immer auf das Gutachten drauf an. Wenn sie das ist nicht so unschwierig, ne? Ich glaube, das ist halt sehr komplex und dadurch entsteht es manchmal auch, wie ich auch mal gehört habe von jemandem, dass einige dann in die Klinik gehen. Aber wie gesagt, das ist nicht schlimm, ne, wenn man halt in die Klinik geht, aber das ist halt, was ich schade finde, das müsste sich auch noch mal ein bisschen verändern, dass halt eine Konstante auch drin ist oder dass man halt schaut, okay, die Person braucht jetzt wirklich eine Pause, ne, weil Pausen sind in meiner Meinung nach dann auch irgendwann wichtig, dass man das halt, das, was man gelernt hat, auch umsetzen kann. Mhm. Ne? Und dann, dass man sich dann wieder vielleicht nach einem Jahr wieder zusammensetzt. Was sagst du zu dem Thema Abhängigkeit vom Therapeuten? Hast du das in deinem Fachbereich auch schon mal erlebt, dass jemand abhängig wurde oder so eine Übertragung?